Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und heute schauen wir uns eine sehr coole neue Mod an, welche das Raptor Paddock von Jurassic World in das Spiel bringt. Falls sich irgendwie was anders anhört oder was anders aussieht, das liegt daran, dass ich aktuell in Berlin bin bei meiner Freundin und deshalb nicht an meinem eigenen PC aufnehmen kann. Deswegen wird das Ganze auch ein One-Take, also hier kommt kein Schnitt oder sowas rein. Und ich will mich jetzt deswegen auch ein bisschen beeilen, damit es nicht zu lange dauert. Wir schauen uns die Mod jetzt mal an. Die haben wir nämlich hier unten. Ab hier bis da geht das Ganze. Das ist nochmal eine zusätzliche Mod, die können wir nochmal einmal uns ganz schnell vorher angucken. Das ist nämlich eine animierte oder ein animiertes Szenerie-Item. Ich glaube, das kommt aus Planet Zoo, oder? Kann das sein? Oder kommt das von Five Nights at Freddy? Sieht auf jeden Fall sehr gruselig aus, das Tierchen. Aber ist so eine kleine Innovation, ne? Weil wenn jetzt noch mehr von diesen animierten Szenerie-Objekten kommt, das wäre schon ziemlich cool. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Das Video soll sich aber jetzt nicht darum drehen. Wollte ich euch nur schnell zeigen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass wir dann vielleicht irgendwann so animierte Dino-Statuen oder sowas bekommen. Das wäre schon nicht schlecht. Oder vielleicht Wasserfälle. Das wäre auch cool. Mal schauen. Wir platzieren jetzt aber erstmal das Raptor Paddock. Geht das auch mal so, dass wir gleich hier ein Gehege hinten ranbauen können. Übrigens, das, was ich jetzt gerade platziere, das ist das gesamte Gebäude. Auch mit Leuten obendrauf. Das kommt man, glaube ich, auch da sehen direkt, ne? Ja, genau. Hier ist Gebäudesymbol mit so Leuten auch noch. Also das ist einmal alles. Das hier ist dann einmal das Gebäude ohne Leute obendrauf. Brauche ich, glaube ich, jetzt nicht platzieren. Ist ja relativ selbsterklärend. Finde ich aber immer cool, wenn man solche Auswahlmöglichkeiten halt hat. Dann kann man da auch ein bisschen mehr variieren. Und die stehen halt da oben so ein bisschen Wache. Unten steht auch noch ein Typi. Kann übrigens auch gut sein, dass ich mich mal verklicke. Oh, das schwebt noch ein bisschen. Das müssen wir nochmal eben anpassen. Soll ja dann auch perfekt sein, ne? So viel Zeit muss sein. So ist besser. Oh. So. So lassen wir das jetzt mal. Ne, jetzt ist er am Boden. Was habe ich jetzt gemacht? So gut? So ist perfekt. Okay. Jetzt steht er auch perfekt auf dem Boden und nicht im Boden. So, das wollte ich sagen. Und so können wir es lassen. Also sieht schon echt cool aus. Das gab es, glaube ich, ja auch schon mal in Jurassic World Evolution 1, wenn mich nicht alles täuscht. Finde ich cool, dass es jetzt in 2 rausgekommen ist. Und das ist halt sehr detailliert. Hier unten laufen dann die Raptoren drin rum. Müsste man, glaube ich, hier noch ein bisschen grüner machen, damit es realistisch ist. Können wir auch mal schnell machen. Ich habe aber gerade, ehrlich gesagt, gar nicht mehr vor Augen, wie das im Film genau aussah da drin. Schon sehr lange her, dass ich das gesehen habe. Und ich glaube, dann hier hinten wäre dann normalerweise das Gehege, was halt weitergeht. Mit so einem Zaun. Das könnte man dann ja auch hier abführen. Müsste dann man halt mal nochmal gucken, wie das genau im Film aussieht. Dann könnte man das bestimmt damit richtig gut nachbauen. So. Und da würden dann die Raptoren reinkommen, die wir eigentlich auch mal eben platzieren könnten. Ich glaube aber, die würden dann noch ausbüchsen, um ehrlich zu sein. Ich glaube schon. Ich glaube, man müsste hier dann auch noch einen unsichtbaren Zaun innen drin ziehen. Einfach auch nochmal schnell. Damit die dort auch nicht ausbüchsen können. Wir wollen ja auch, dass das Ganze funktioniert. Und jetzt machen wir mal schnell die Raptoren. Ich glaube, wir kriegen da auch sogar die richtigen hin, ne? Wollen wir mal schauen. Wo haben wir die denn? Velociraptor. Da ist er. Da müssen wir einmal alles auf 1 machen. Und jetzt brauchen wir Blue, Echo, Delta, Charlie. Da müssen wir jetzt mal gucken. Das ist Blue. Dann dürfte das Echo, Delta, Charlie sein. Ich weiß nicht, welcher vom... Oder welcher ist, weiß ich nicht. Aber das dürften die richtigen sein. Sieht gut aus. Da laufen sie in unserem Raptor Paddock. Das ist schon cool, ne? Dann kann man hier oben draufstehen und dann dort die Raptoren begutachten. Was ich natürlich auch nochmal besonders cool finde, ist das Ganze hier. Wo die halt ihren Kopf reinstecken. Also hier kann man dann durch das Tor gehen. Und dann kann man gerade nicht so gut sehen. Moment. Genau, hier gehen die dann in diesen Container und stecken dann hier den Kopf rein, damit man halt auch mit denen interagieren kann, ohne dass sie beißen können. Das kennt man ja auch ganz gut aus dem Film. Also super detailliert das ganze Gebäude. Und ist auch sogar beleuchtet. Also das Paddock an sich gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Aber es gibt da natürlich ja noch mehr Auswahlmöglichkeiten. Also einmal mit Menschen, einmal ohne Menschen. Dann gibt es aber auch noch
zum Beispiel nur diesen Übergang oder die jeweiligen Seitenwände. Hier ist zum Beispiel ein Tor. Da kann man dann auch seine eigenen Gehege mitbauen, so in diesem Stil halt, ne? Finde ich auch ziemlich cool. Können wir bestimmt mal an einem Parkbauprojekt sehr gut verwenden. Auch diese Mauer hier ist ziemlich nice. Also zum Beispiel für einen Parkeingang oder so könnte man die verwenden. Man könnte die auch so länger ziehen. Das sind schon nice Objekte. Das hier ist der Bereich, den wir uns gerade angeguckt hatten, wo die ihre Schnute vorne so reinstecken können. Und ja, dann haben wir die anderen Mauern auch noch. Man sieht ja auch mal ganz gut eingezeichnet hier auf den Bildern, welches Objekt oder welche Seite das gerade ist aktuell. Ja, coole neue Objekte, muss ich wirklich sagen. Aber es wird noch besser, denn man kann auch Menschen platzieren. Und das finde ich sogar ziemlich cool, weil die bewegen sich auch. Weil das sind sozusagen auch animierte Objekte. Sowas wie der hier. Oh Mann, ey. Guckt es euch an. So, wer ist jetzt der Creepigste? Schreibt es jetzt in die Kommentare. 1, 2 oder 3. Es gibt aber noch weitere Menschen. Nämlich haben wir dann auch nochmal... Was ist denn der Unterschied hier? Ah, die sind optisch ein bisschen anders. Okay. Aber es gibt hier auch noch dann solche Ranger. Ist halt ganz cool, dass sie sich bewegen und auch so Animationen machen. Da kann man seine Parks auch mit belebter machen. Wäre halt noch cool, wenn man so Besucher hätte, die so animiert wären. Da könnte man die zum Beispiel an Stellen platzieren, wo normalerweise keine Besucher hin können. Zum Beispiel so eine selbstgebaute Aussichtsplattform oder sowas. Stelle ich mir schon cool vor. Aber das hier ist auch nochmal richtig nice. Es gibt nämlich platzierbare Autos mit Parkplatz. Also man kann wirklich jetzt eigene Parkplätze bauen. Können wir mal schnell machen. Warum nicht? Geht jetzt wahrscheinlich auch nicht so schön, aber ist egal. Muss nur seinen Zweck erfüllen. Bisschen schief alles geworden. Aber das passt schon. Und da können wir jetzt unsere eigenen Jeeps und Veterinary Units draufstellen. Da ist jetzt der Parkplatz für den Jeep. Ich kann noch einen daneben machen. Und dann kann ich auch sogar noch hier so eine Vet Unit machen. Das geht natürlich überall. Und das Schöne ist, das ist nicht nur ein Objekt. Die kann man ganz normal verwenden. Hier kann ich in die direkte Steuerung gehen und dann können wir losfahren. Das ist schon sehr cool. Man kann ihnen auch Befehle geben. Also ganz normal wie ein normales Ranger-Fahrzeug auch. Okay, die Menschen sind aus Stein. Gut zu wissen. Und das Schöne ist halt jetzt, der fährt jetzt auch zu diesem Ort zurück, weil das jetzt sein zugewiesener Parkplatz ist. Finde ich super praktisch mit den Jeeps. Wäre natürlich noch schön, wenn wir da auch die anderen Skins irgendwann kriegen. Aber das ist ja alles schon mal ein guter Anfang hier, dass wir solche neuen Funktionen hier haben. Ja, und das ist eigentlich schon grob gesagt die Mod von dem Raptor Paddock. Sehr simpel. Na, eigentlich nicht sehr simpel. Also gar nicht so viele Objekte, aber sehr coole Objekte, mit denen man viel machen kann. So, das wollte ich sagen. Ich kann ja nochmal eben schnell auf Nacht schalten, damit wir das auch nochmal sehen. Ach, ich traue das ja gar nicht hier machen. Bin immer so vergesslich. Es gibt ja mittlerweile Mods dafür. Ich kann ja hier einfach auf Nacht gehen. Ach, guck mal, wie schön das beleuchtet ist. Richtig gut, oder? So, nochmal irgendwie ein Heavy Rain anmachen. Los geht's. Jetzt haben wir das Raptor Paddock bei Nacht und bei Regen. Und die Raptoren fühlen sich wohl, finde ich echt gut. Platziere jetzt hier nochmal schnell ein Vieh da rein, würde ich sagen. Es geht jetzt leider gerade nicht, wegen, weil ich habe irgendeinen Mod vergessen zu installieren hier auf dem PC. Aber ich kann es austricksen, wenn ich es so mache. Und jetzt können wir mal warten, ob die kommen. Das würde ich ja schon gerne noch sehen, dass die hier drin dann auffressen. Das scheint zu funktionieren, das ist sehr cool. Ja, sehr schön. Ja, ist eine tolle Mod. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mich jetzt noch sehr über ein Like von euch freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.